Ihr habt doch nie gelernt zu töten. Dieses Versäumnis werden wir jetzt nachholen. Heute gibt es von mir eine kleine Rezension zu dem Buch Die Blutschule von Max Rode. Erschienen ist das Ganze im Lübbe Verlag, kostet als Paperback 12,99 Euro und hat insgesamt 252 Seiten so rund. Wie ihr sicherlich wisst, es ist ja kein Geheimnis und ein kleiner Sticker, der hier mal klebte, verriet es auch, Max Rode ist Sebastian Fitzek. Dieses Buch ist quasi ein Gimmick zu seinem gerade neu erschienenen Roman Das Joshua-Profil, in dem Max Rode der Hauptdarsteller ist, beziehungsweise der Protagonist. In die Blutschule geht es um Simon und Marke, die zusammen mit ihren Eltern aus dem aufregenden Berlin in das langweilige Brandenburg ziehen müssen. Aufgrund der Jobsituation ihres Vaters, und sie sind nicht sehr begeistert davon, und auch die Mutter hatte gewisse Bauchschmerzen, tatsächlich in diese Einöde, in diesen Wald, in dieses Haus zu ziehen. Doch der Vater nimmt sie so alle mit, ist so ein bisschen motiviert, versucht seine Familie beisammen zu halten, und so kommen sie dann schließlich bei diesem Haus an und versuchen sich da einzuleben. Die Jugendlichen in ihrer Umgebung sind nicht ganz so nett, und so finden Marc und Simon nur schwer Freunde. Und eines Tages verändert sich ihr Vater plötzlich und er nimmt sie mit auf eine Insel, und dort ist eine Hütte. Und in dieser Hütte ist eine Schule eingebaut, und ihr Vater findet auf einmal, dass sie viel, viel, viel zu verweichlich sind und nun die harten Seiten des Lebens kennenlernen, und dass sie sich auch eben um ihr eigenes Überleben kümmern müssen. Und wie sie das lernen, beziehungsweise wie sie das später können, das bringt er ihnen bei. Und dies beinhaltet eben zum Beispiel Fährtenlesen, aber auch Fallenstellen und das Töten von Mensch und Tier. Wie ihr gemerkt habt, ist am Anfang eine kleine Wertung dabei. Das liegt daran, dass ich selbst aus dem langweiligsten Flecken Brandenburg meiner Meinung nach nach Berlin gezogen bin und mich hier natürlich pudelwohl fühle. Und ich könnte das verstehen, wenn der umgekehrte Fall eintritt. Und ich kann verstehen, dass die Jungs davon nicht sehr begeistert sind. Ja. Das Buch an sich hat so seine Längen. Es hat ja nur 250 Seiten so grob, und es braucht tatsächlich die Hälfte der Zeit, um überhaupt mal in Fahrt zu kommen, um überhaupt einmal die Blutschule zu erwähnen. In meiner Vorstellung war es ein bisschen anders, auf dem Klappentext, wie es halt so angepriesen wurde. In meiner Vorstellung war es so, halt die Jungs kommen halt an und ihr Vater bringt sie auf die Schule, wo er vielleicht auch irgendwann mal selber war, und dort lernen sie halt mit anderen Kindern, Jugendlichen, eben zu töten und halt irgendwie makabere Dinge zu tun. Das ist aber nicht so. Der Anfang, wie gesagt, ist ziemlich schleppend. Allein schon diese Anfangsszene, wie die Familie eben nach Brandenburg fährt in ihrem Auto, und sie fahren und fahren und fahren und fahren, und Simon beschreibt eben so die Vergangenheit und wie es dazu gekommen ist, und wie sie sich alle miteinander, wie die Verhältnisse zueinander sind. Und dann halten sie noch an einem Kiosk, ja, und dann kommen sie endlich irgendwann an das Haus, und das ist nicht so toll, wie sie sich das vorgestellt haben, aber naja, sie versuchen aufgrund ihres Vaters, und dann lernen sie noch irgendwelche alten Freunde von ihrem Vater kennen, und es schleppt sich und schleppt sich und schleppt sich. So, und dann gerade tatsächlich an der Stelle, als ich mich in meinem Kopf fragte, was hat das jetzt alles mit irgendeiner Blutschule zu tun, kam sie auf der nächsten Seite. Denn es gibt eine große Wendung in diesem Buch, die dem Vater widerfährt, und tatsächlich beginnt dann auch das Buch Fahrt aufzunehmen. Der Vater verändert sich komplett und ist halt grob und gewalttätig und ganz krummelig und redet nicht mehr viel und nimmt mir seine Jungs halt mit auf diese Insel. Und was dort passiert auf dieser Insel, ist tatsächlich ziemlich grausam, und und man merkt so, man wird so selber, man hasst den Vater plötzlich selber so, und man versteht die Jungs, wie sie auch versuchen, irgendwie, es geht für die Jungs tatsächlich ums blanke Überleben auf dieser Insel. Denn sie haben nicht das Gefühl, dass ihr Vater ihnen nicht nur irgendwas beibringen will, sondern dass die Bestrafung, wenn sie es nicht schaffen, ja, eben noch viel, viel härter ausfällt, und so, ja, versuchen sie eben, sich aus der Situation zu befreien.
Ja, insgesamt hat mir das Buch nicht ganz so gut gefallen. Wie gesagt, es hat am Anfang sehr seine Längen. Es kommt halt nicht so richtig in Fahrt, sagen wir es mal so. Und dadurch ist es am Anfang ziemlich langweilig, die ganzen Beschreibungen und ja. Ich meine, er hat jetzt tatsächlich nur 250 Seiten Zeit und vergeudet damit auch die Hälfte der Zeit, irgendwie Spannung aufzubauen. Also nicht mal Spannung aufzubauen, sondern einfach nur so dahin zu plätschern. Und das fand ich halt ziemlich doof. Ziemlich doof. Ja. Doof ist jetzt kein toller Fachbegriff, aber ihr versteht sicher, was ich meine. Ich habe ihm im Endeffekt auch nur 3,5 von 5 Sternen gegeben. Er konnte mich halt überhaupt nicht catchen. Ich meine, wir brauchen ja an dieser Stelle auch nicht diskutieren, dass die filibroschierte Ausgabe viel zu teuer ist und dass da vorne Thriller und nicht Horror draufsteht. Ich meine, das habe ich ja alles vorher gewusst und mittlerweile ist die Diskussion ja auch schon ermüdend und braucht man das auch eigentlich nicht erwähnen. Aber insgesamt hier zwar solide geschrieben, da wollen wir gar nicht dran rummeckern, weil Sebastian Fitzek, er kann einfach schreiben. Er schreibt gute Unterhaltungs- bis sehr gute Unterhaltungsliteratur. Das wollen wir ihm gar nicht absprechen. Wie gesagt, lesen lässt sich das super leicht, aber so inhaltlich hat es doch hier stark seine Schwächen. Ja, das war's mit meiner kleinen Rezension für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil die Buchschule kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch es tatsächlich schon gelesen hat. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr davon hieltet, je nachdem. Ich habe auch schon viele positive Stimmen dazu gesehen. Davon mal ab. Und ja, ich würde mich über den Austausch mit euch sehr freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.